Moin zusammen, ich bin's der von der Liga DAG und ja, wie gesagt, kleiner Status-Update. Ich habe hier was fertig gebaut, denn in der letzten Folge habe ich ja das Segelschiff ja euch präsentiert. Und in dieser Folge will ich einfach nur, es ist zwar recht simpel zu bauen, aber dennoch jeder Minecrafter, ich glaube, hat einfach mal just for fun so ein Ding gebaut. Nämlich, es gibt die in den verschiedenen Varianten, 3x3, 4x4, es geht aufwärts, abwärts, keine Ahnung. Es gibt davon Weltrekorde und. Und es ist natürlich der Zauberwürfel, der Rubik's Cube. Und ich hatte einfach Bock dazu, denn ja, wir haben jetzt alle Farben, wie in einer Folge schon erwähnt, die ganze Wolle und. Und ich dachte mir einfach so, ach komm, ich baue mir einfach mal so einen fetten Rubik's Cube, Zauberwürfel auch genannt in Deutsch. Und ja, mir ist so eingefallen, so 3x3 ist okay, sonst kostet es einfach zu viel Wolle. Man kann 4x4 machen und. Ich habe jetzt durcheinander gemacht. Und ich habe viele Fotos schon gesehen, wo der auch natürlich von anderen YouTubern schon bei Minecraft hier zusammengebaut wurde und dann war nur eine Seite blau, eine Seite grün, eine Seite orange, eine Seite gelb, bla bla bla. Aber ich dachte mir einfach mal, wenn ich mir einen baue, dann soll man auch sehen, dass der auch durcheinander ist, so ein bisschen, ne, bisschen einfach mal just for fun, so ein bisschen die Farben hier gestalten. Natürlich neun Farben gibt es immer pro Seite, das heißt, ich habe die auch immer abgezählt, schön, ne? Dass man nicht hier so, ne, aus Versehen so 12 Farben von Grün hat oder so. Das ist natürlich dann klar. Ja, das war es eigentlich soweit. Das ist der Rubik's Cube, der Zauberwürfel von der Liga DAG. Und in der nächsten Folge, ja, werde ich endlich mal, da bin ich auch gerade am Bauen. Erstmal hier ein bisschen Minus. Hier drunter seht ihr noch, wie ich gerade ein bisschen die Fläche begradige. Da kommt jetzt ein Pferdestall hin. Das Flugzeug, ach, das muss ich hier auch noch zeigen. Das mache ich dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Und dann darauf, die Folge, werde ich hier diesen schicken Pferdestall zeigen. Aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. Da bin ich gerade am Begradigen und weil da natürlich auch ein Gebäude hin muss. Und da war alles ein bisschen, ja, schief und krumm der Boden sozusagen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das war's von mir, von den Dayday, von der Liga DAG mit den Zauberwürfeln. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.